Ich beginne, ihn bettfertig zu machen, und er bittet mich. Papa, siehst du nach dem Monster unter meinem Bett? Um seinetwillen gucke ich nach und sehe ihn. Eine andere Version von ihm unter dem Bett. Zitternd starrt er zurück und flüstert: Daddy, da ist jemand in meinem Bett. Vor ein paar Monaten entschied sich eine Freundin von mir, die eine Naturfotografin ist, einen Tag und eine Nacht allein im Wald außerhalb unserer Stadt zu verbringen. Sie wollte Fotos vom Wald und wilden Tieren für ihr Portfolio machen, so natürlich wie sie konnte. Sie hatte keine Angst, allein zu sein, da sie zuvor schon viele Male allein gezeltet hatte. Sie baute ein Zelt in der Mitte einer kleinen Lichtung auf und verbrachte den Tag damit zu fotografieren. Sie füllte 4 Rollen Film auf diesen Ausflug. Aber als sie diese entwickeln ließ, sah sie 4 Bilder, die sie erschreckten. Diese 4 Bilder wurden im Zelt gemacht. Von ihr. Schlafend. Mitten in der Nacht. Ich kann nicht mehr. Alles um mich herum verlangt, dass ich meinem Titel gerecht werde. Angst, Verwirrtheit, Wahnsinn, Einsamkeit. Diese Gefühle und Gedanken kreisen mich ein wie ein wildes Tier. Bin ich ein Tier? Ja, ich bin eingezwängt, bekomme keine Luft. Alles um mich herum dreht sich. Die Stimmen um mich werden bedrohlich. Sie sagen mir immer, dass sie mir helfen wollen. Doch ich brauche ihre Hilfe nicht. Fliehen will ich. Doch das lässt niemand zu. Eingesperrt bin ich. In einem goldenen Käfig. Ich spüre Beklemmung. Jeder erwartet große Dinge von mir. Aber ich fühle mich diesen Aufgaben nicht mehr gewachsen. Wahnsinnig macht es mich. Alles muss perfekt sein. Dabei bin ich selbst nur ein Kind. Unschuldig bin ich seit langer Zeit nicht mehr. Meine Seele und mein Körper sind beschmutzt worden. Das rein weiße Antlitz meiner Seele wurde von den Klauen einer schwarzen Krähe gefangen. Sie schlingt ihre Krallen immer enger um meinen Körper. Um meine Seele. Ich verliere den Verstand. Ich werde verrückt. Freiheit ist das, was ich will. Einfach raus aus diesem Albtraum. Ich weiß nicht, wie lange ich das Tier in mir noch zähmen kann. Denn es wird immer weiter in die Enge getrieben, bis es in eine blutige Raserei verfällt und alles zerstört, was ihm zwischen die Klauen kommt. Es lauert mit seinem wirren und angsterfüllten Blick in mir und wartet nur darauf, ausbrechen zu können. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, ist es zu spät. Doch ich habe meine Freiheit bekommen.